Ja, hallo Freunde, mein Name ist Patrick Hartig und wir stehen jetzt neben der Christina Schneider und dem Erik. Und das sind die beiden, die jetzt gerade während der Spielzeit am Power Tower ordentlich rekommandieren. Und ich habe da schon mal so ein bisschen reingehört und ich habe da so ein paar Fragen an euch, beziehungsweise an Christina. Warum das Thema Hotel? Das ist ja Power Tower 13. Etage. Und in Amerika gibt es keine 13. Etagen, weil der Amerikaner abergläubisch ist. So gibt es auch in Flugzeugen keinen Platz Nummer 13. Und das hier ist die 13. Etage des Power Tower Grand Hotels. Und aus dem stürzt man leider ab. Okay, und wie lange gibt es denn den Power Tower schon? Also im Internet steht irgendwie seit 2002. Kann man das? Ist das gruselig? Seit 13 Jahren. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja voll gruselig. Ups. Ja. Ups. Und wie viele Transporte benötigt der Power Tower für den Transport von A nach B? Wir haben 8 Transporte plus Wohnwagen, Mannschaftswagen und Monsieur hat noch sein Camping dabei, dann haben wir noch so verschiedene Campings noch dabei. Also wir haben 11 Transporte, Schwertransporte. Und war das für Sie einfach, ein Thema zu finden? Also jedes Fahrgeschäft, wenn es natürlich gebaut wird, braucht er ein Thema. War das für Sie schwer, dieses Thema zu finden oder ist das gleich sofort gekommen? Ich muss mal ganz ehrlich gestehen, der Name Power Tower war die Vorgabe des Herstellers. Die Dekoration drumherum ist auch gestohlen. Und zwar nicht in Polen, sondern aus Amerika. Da gibt es einen, gibt es auch sowas, das ist auch hotelähnlich. Misery Castle heißt das, das ist so ein bisschen auch Hotel angeneigt. Und jetzt habe ich eine Frage an, also viele Leute hatten das schon sich gefragt im Internet, warum wurde der Ken, was ist mit dem Ken Ken passiert? Weil der war ja auch von Ihnen und warum gibt es den jetzt nicht mehr? Der Ken Ken hieß Con Con. Das war ein französischer Tanz. Wer Con Con nicht kann, der kann es auch nicht in Cannes, mein Lieber. Also das Karussell war von der Fahrweise doch ein bisschen sehr heftig. Also das war sowas wie mal, auf gut Deutsch gesagt, eine kleine Kotzmühle. Und diese Kotzmühle gastiert jetzt in den arabischen Staaten und kann da die Leute beglücken. Okay. Und wie viele Leute so am Tag befördern Sie? Was schätzen Sie? Also würden wir sehr viele. Ich würde sagen, wir würden am liebsten 10.000 befördern. Dann dürften die aber nur einmal rauf und runter fahren. Möglich, sage ich mal, sind so 2.000, wenn wir gut sind. Wenn wir gut sind. Und wir sind gut. Ja, das wollte ich doch gerade mal meinen. Also Leute, ja, das, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwelche Fragen? Ja, dann war's das mit. Ja, Freunde, das war das Interview mit Christina Schneider und neben mir steht der Erik Mahn-Möbius, der neue Rekommandeur seit 2012 am Power Tower, ist das richtig? Richtig. Ich bin beim Power Tower jetzt in der 3. Saison schon und freue mich auch immer hier zu sein. Und wie hat das Ganze mit dem Rekommandieren so angefangen? Das ist ja auch mal eine ganz interessante Sache. Ja, das ist immer auch dieselbe Frage, die auch immer jeder wissen möchte. Ich habe damals beim HWW genommen am Beachjumper angefangen, habe mich dann bei Michael Schneider am Breakdance weiter hochgearbeitet und bin jetzt hier beim schönsten Freifallturm, den es gibt, am Power Tower. Und das macht so viel Spaß, denke ich mal, dass du das doch weitere Jahre machen willst. Ja, auf jeden Fall. Also ein Ende ist noch nicht in Sicht, meinerseits zumindest nicht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ich hatte mal gehört, also ich hatte das in einem Interview mit dir gesehen, du hast gesagt, du hast mal mit Kirmessimulationen angefangen. Stimmt denn das? Ja, das ist aber schon verdammt lange her. Also ich hatte einen Bekannten gehabt von meinem Freundeskreis, das war der Maurice Müller. Und der hat von Ultimative Ride Simulation immer die Kirmessimulation erstellt und dafür habe ich immer die Rekommandeur-Videos gemacht. Das war immer ganz lustig gewesen. Okay, und ich habe jetzt mal so ein paar Fragen an den Hangover Tower. Der ist ja jetzt momentan brandneu, da wird ja viel gepostet und die ersten Transporte stehen schon in Düsseldorf. Ich habe es gesehen und habe es verfolgt und muss ja sagen, das sieht ja phänomenal aus. Was kannst du zu dem Hangover Tower sagen?
Der Hangover Tower ist ein brandneues Geschäft. Wir haben eine drehbare Gondel, wir sind 85 Meter hoch. Wir sind total aufgeregt, wie wir diesen Turm animieren können, wie wir die Leute mitreißen können, weil es eine neue Herausforderung ist, weil es halt nicht dasselbe ist wie der Power Tower selbst. Und da lassen wir uns mal überraschen, wie das bei den Leuten ankommt und wie das auch bei uns selbst noch ankommt. Eine Frage, die mir ganz heiß unter den Fingernägeln brennt, ich bin ja so ein absoluter Power Tower-Fan. Wird der Power Tower weiter auf Reisen gehen oder wird es ein Ende für den Power Tower geben? Es wird natürlich kein Ende für den Power Tower geben. Der Power Tower wird natürlich weiter reisen, weil Kult ist Kult und Kult bleibt auch. Das ist schön zu hören. Und ja, meine, das war's dann von Erik und ich bedanke mich für dieses tolle Interview und wir hören uns ja gleich nochmal wegen den technischen Fragen zum Power Tower. Bis gleich!